Willkommen zurück im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. Heute fahren wir fort in der zweiten Sitzung mit zeichentheoretischen Zusammenhängen. Wir bewegen uns dabei aber konsequent in Richtung sprachliches Zeichen und dessen Thematisierung durch die Sprachwissenschaft. Das hier ist die Literatur, die ich heute für Sie aufbereite. Wir beginnen mit dem Begriff des bilateralen Zeichens. In der ersten Sitzung sind wir fast ohne den Ausdruck Bedeutung ausgekommen. Das soll sich jetzt ändern. Damit symbolische Zeichen Stellvertreter für irgendetwas sein können, müssen sie Bedeutung haben. Der Ausdruck Eztag rechts ist zwar eine mögliche Zeichenform, diese Zeichenform steht aber für uns für nichts. Vielleicht steht sie für irgendjemanden für etwas, aber wir können wohl sagen, dass sie für die allermeisten für nichts steht. Damit hat die Form Eztag keine Bedeutung, ganz anders als die Form Katze. Wir können generell sagen, nur wenn eine Form und ein Inhalt aneinander gebunden sind, haben wir es mit einem Zeichen zu tun. Dieser Zeichenbegriff ist deshalb auch ein sogenannter bilateraler, also ein zweiseitiger Zeichenbegriff. Vor dem Hintergrund dieses Zeichenbegriffs über ein Zeichen zu verfügen, heißt, eine Zeichenform mit einem Zeicheninhalt assoziiert zu haben. Wir müssen uns da aber darüber im Klaren sein, welche Existenzform hierbei die drei Ecken des semiotischen Dreiecks haben. Denn damit wir von etwas sagen können, zum Beispiel von Katze, es ist ein Zeichen, reicht es nicht aus, dass irgendeine beliebige Person, zum Beispiel ich oder sie, darin eine Zeichenform mit einem Zeicheninhalt verbindet. Der Zeichencharakter muss vielmehr für eine ganze Gemeinschaft von ZeichenbenutzerInnen gelten. Das Zeichen ist immer ein soziales Gebilde und nicht ein individuelles. Und damit ist das Zeichen auch etwas Virtuelles. Es stellt einen Type dar. Als virtuelle, soziale Einheit, als Type steht eine Zeichenform konventionell für einen Zeicheninhalt. Damit ist also überhaupt keine konkrete Realisierung des Ausdrucks Katze gemeint und auch keine konkrete Vorstellung einer Katze, nicht ihre, nicht meine, sondern nur der abstrakte oder virtuelle Aspekt des Ausdrucks, der ihn zu einer Zeichenform macht, und der abstrakte, virtuelle Aspekt des Inhalts, der ihn zum Zeicheninhalt macht. Als virtuelle Zeichen, als Abstraktionen beziehen sich die bilateralen Zeichen deshalb auch nicht auf bestimmte Gegenstände in der Wirklichkeit, sondern wir können höchstens sagen, dass die Zeichen ein Bezugspotenzial haben. Indem wir das virtuelle Zeichen in konkreten Kommunikationssituationen realisieren oder aktualisieren, können wir mit ihm auf etwas Bestimmtes Bezug nehmen, also diesmal auf bestimmte Katzen in bestimmten Situationen. Das passiert, wenn wir selbst in wirklichen Kommunikationssituationen die sprachlichen Zeichen verwenden. Die Zeichen, die wir dann verwenden, sind konkrete Instanzen, Tokens der abstrakten Types mit konkreten Eigenschaften. Die Beziehung zwischen den virtuellen Zeichen und den aktuellen Zeichenverwendungen kann man so beschreiben, dass sie sich gegenseitig bedingen, dass die virtuellen Zeichen aus den konkreten Zeichenvorkommnissen abstrahiert sind und diese die virtuellen Zeichen aktualisieren. Hier das Ganze nochmal in Form einer Merkfolie. Mit dem zuletzt Gesagten sind wir schon fast beim Zeichenbegriff von Ferdinand de Saussure, zu dem wir jetzt kommen.
Ferdinand de Saussure ist einer der Begründer, ein Mitbegründer, für manche auch der zentrale Begründer der modernen Sprachwissenschaft und der Begründer des des linguistischen Strukturalismus. Der Ausgangspunkt seines linguistischen Denkens ist der Begriff des sprachlichen Zeichens, also von der Semiotik herkommend, auf die Sprache blickend. Sein zentrales Werk sind die Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Die sind auch heute noch eine sehr lohnenswerte Lektüre. Die Zeichenkonzeption, die wir zuletzt besprochen haben, das bilaterale Zeichen, leitet sich von derjenigen von de Saussure her. Er hat die beiden Seiten des sprachlichen Zeichens, signifié und signifiant, genannt, Bezeichnetes und Bezeichnendes. Er hat es auch genannt, die Assoziation von Vorstellung und Lautbild. Das heißt, Konzept und Image, Akustik. Wichtig dabei ist, dass er nicht sagt, Laut oder Ausdruck, sondern Lautbild, womit er betont, dass es nichts Konkretes, nichts Aktuelles ist. Die Pfeile bedeuten hier die reziproke Evokation der beiden Seiten des Zeichens. Das Lautbild ruft in uns hervor, evoziert die Vorstellung, und die Vorstellung evoziert in uns wiederum das Lautbild. Es ist also eine Beziehung der wechselseitigen Hervorrufung. Wenn de Saussure sagt, die beiden Seiten eines sprachlichen Zeichens bedingen sich gegenseitig, dann gibt es Leute, die das sogar so verstehen, dass wir über wohlumgrenzte, bestimmte Vorstellungen nur deswegen verfügen, weil es für sie eine Zeichenform gibt, ein Lautbild. Unser Vorstellungsleben sei im Fluss und chaotisch und nur in verschiedene Vorstellungen partitionierbar, sofern es verschiedene Zeichenformen gibt, die die Partitionierung erst hervorbringen. Und ohne eine Partitionierung unseres Vorstellungslebens durch Zeichenformen, ist unser Vorstellungsleben amorph, ohne Halt und nicht in klare und distinkte Einheiten zerlegbar. Mit signifiant ist also das gemeint, was allen Realisationen einer Zeichenform als gemeinsames Muster, als Type zugrunde liegt. Das kann ein Lautbild sein, aber auch ein Schriftbild und auch ein Gebärdenbild. Wichtig ist nur, dass in allen Realisationen der Type erkennbar bleibt. Während es sich bei dem Type also um ein ideales Muster handelt, sind alle Realisationen des Musters wirkliche Sprachverwendungsereignisse. Und bei diesen gilt, keine zwei Zeichenrealisationen gleichen einander. Die zwei Seiten des sprachlichen Zeichens bilden zwar eine Einheit, und in Bezug auf die Zeichenfunktion gibt es das eine nur, weil es das andere gibt. In sprachwissenschaftlichen Studien werden aber nicht immer beide Seiten zusammen untersucht. Unter der Voraussetzung, dass sie in Zeichen eingebettet sind, untersucht beispielsweise die Semantik die Inhalts- und Bedeutungsseite des sprachlichen Zeichens, während Syntax, Morphologie und Phonologie eher die Signifiant-Seite untersuchen. De Saussure hat bei seiner Zeichenkonzeption vor allem an die Lexik gedacht, an Wörter und dabei tatsächlich an die Assoziation von Vorstellung und Lautbild. De Saussure hat einige sehr wichtige Aussagen zur Beziehung zwischen Lautbild und Vorstellung gemacht. Die erste betrifft die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens. Sie besagt, die Zuordnung von Lautbild und Vorstellung ist bei einfachen Zeichen arbiträr, das heißt willkürlich, bei komplexen, zum Teil aber innerhalb des Arbiträren, motiviert. Das zweite Merkmal der Zuordnung ist die Konventionalität.
Die arbiträre Zuordnung von Lautbild und Vorstellung ist konventionell, das heißt, sie muss zwischen SprachbenutzerInnen hinreichend konstant sein. Das dritte Merkmal der Zuordnung von Lautbildern und Vorstellungen bei sprachlichen Zeichen ist die Assoziativität. Das heißt, die Zuordnung von Lautbild und Vorstellung ist assoziativ im psychologischen Sinne und das heißt, sie muss memoriert werden, das heißt, man muss sie lernen und sich merken. Assoziieren muss man immer Dinge, die nicht von sich selbst aus schon miteinander verknüpft sind oder auftreten würden. Und das ist für Lautbilder, die letztlich Vorstellungen von Geräuschen sind und Vorstellungen von allem möglichen anderen, nicht der Fall. Sie sind verschiedene Dinge, wenn sie arbiträr sind, aber konventionell und konstant gekoppelt sein sollen. Deshalb müssen sie gelernt und im Gedächtnis behalten werden. Zu den zentralen Merkmalen, die de Saussure selbst nennt, Arbitrarität, Konventionalität und Assoziativität, kann man noch andere nennen, die das sprachliche Zeichen kennzeichnen. Von der Konstanz war schon die Rede. Sie spielt im Zusammenhang der Konventionalität eine wichtige Rolle. Von der Zweiseitigkeit, der Bilateralität des Zeichens war ebenfalls schon die Rede. Sie liegt eng bei der Assoziativität. Und dann ist ein zentrales Merkmal des sprachlichen Zeichens seine Linearität. Sprachliche Zeichen sind stets hintereinander im Raum oder nacheinander in der Zeit angeordnet. Das hängt damit zusammen, dass wir einfache Zeichen wie Brot aus kleineren, bedeutungslosen Elementen zusammenfügen, b, r, o, t, und komplexe Zeichen aus einfachen Zeichen komponieren. Ich backe gern Brot. Wir können diese Elemente nicht gleichzeitig äußern und wir können sie auch nicht verstehen, wenn sie gleichzeitig geäußert werden. Die Repräsentativität besteht darin, dass die beiden Seiten des sprachlichen Zeichens füreinander einstehen können. Sie evozieren einander. Und die Materialität besagt, dass die Aktualisierung des Zeichens darin bestehen muss, dass es stoffliche und wahrnehmbare Form annimmt. Damit geht einher, dass seine relevanten Merkmale, die die Zeichenhaftigkeit konstituieren, von allem möglichen Zufälligen begleitet werden, wie Stimme, Handschrift, Lautstärke, Ornamentierung, Äußerungsdauer und so weiter und so fort. Eine der wichtigsten Anregungen, die de Saussure in die Sprachwissenschaft eingebracht hat, ist gewesen, natürliche Einzelsprachen wie Deutsch, Englisch, Latein, Lakota als Zeichensysteme zu behandeln. Wir haben schon eben Unterscheidungen vorgenommen, die de Saussure ebenfalls vornimmt. Was wir dem Bereich der Virtualität, des Sozialen, der Types zugerechnet haben, das rechnet de Saussure dem Bereich der Langue zu, dem Sprachsystem. Und das, was wir dem Bereich der Aktualität, des individuellen Gebrauchs, der Tokens zugerechnet haben, das entspricht bei de Saussure dem Bereich der Parole, dem Sprachgebrauch, den echten Äußerungen. Was ist ein System? Ein System ist immer eine Menge an Elementen, die in geordneten Beziehungen zueinander stehen, und diese Ordnung bildet eine Struktur. Jedes sprachliche Element ist bestimmt durch seine Beziehungen zu anderen Elementen, und zwar vollständig bestimmt und durch nichts anderes. Und in der Beziehung, die das Element zu den anderen Elementen unterhält, liegt sein Wert im System, sein Valeur. Was sind das für Beziehungen, die zwischen den Elementen bestehen? In einem Sprachsystem stehen die einzelnen Zeichen unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten in Beziehung zu anderen Zeichen. Und das habe ich hier versucht anzudeuten. Das Zeichen Haus steht beispielsweise in einer phonologischen Beziehung zum Zeichen Maus.
Das sind Minimalpaare. Es steht ebenfalls in einer phonologischen Beziehung zu Heus, aber ebenso in einer morphologischen Beziehung zu Boot. Zu das und aus Glas steht es in syntagmatischen Beziehungen, syntaktischen Beziehungen, und zu Gebäude, Reihenhaus und Hütte steht es in verschiedenen semantischen Beziehungen. Die Idee eines Sprachsystems beinhaltet den Gedanken, dass die Rolle von Haus im Sprachsystem ausschließlich und vollständig in dem Wert besteht, den es durch seine ganzen Beziehungen zu anderen Elementen unterhält. Wie wir hier sehen, können diese Beziehungen auch ganz unterschiedlicher Art sein. Es ist phonologisch nicht Maus, nicht Heus, morphologisch ebenfalls nicht Heus, aber auch nicht Hausboot, und es ist semantisch zwar Gebäude, eventuell Reihenhaus, aber nicht Hütte und so weiter und so fort. Die Beziehungen betreffen dabei immer nur ein Merkmal, ein phonologisches, ein morphologisches, ein syntaktisches oder ein semantisches und so weiter. Und die Gesamtheit aller dieser Beziehungen zwischen allen Zeichen bildet eine geordnete Struktur, und die Struktur konstituiert das Sprachsystem. Hier nochmal zu merken die Definition des Sprachsystems. Eine der wichtigsten Anregungen von de Saussure war also, die Sprache als Zeichensystem zu behandeln, eine Sprache als ein Zeichensystem, in dem ein einzelnes Zeichen nur seinen Wert erhält durch die Beziehungen zu den anderen Elementen des Systems. De Saussure hat dabei mit zwei übergeordneten Typen von Beziehungen gerechnet, die ein einzelnes Zeichen zu anderen Zeichen unterhalten kann. Der erste Typ sind Verkettungsbeziehungen auf der horizontalen Achse. Sie heißen syntagmatische Beziehungen und betreffen die lineare Kombinierbarkeit von sprachlichen Zeichen. Dazu gehören beispielsweise die Kombinierbarkeit von Verben mit verschiedenen Nominalphrasen oder auch die Kongruenzbeziehungen zwischen einem Satzsubjekt und dem finiten Verb. Demgegenüber betrifft der zweite Typ von Beziehung eine virtuelle vertikale Achse. Dabei geht es um die assoziativen Beziehungen eines Zeichens zu anderen Zeichen desselben Typs, und das heißt hier andere Zeichen, gegen die es austauschbar ist. Man nennt diese Beziehungen paradigmatische Beziehungen, weil sie eben Paradigmen bilden, wie das des finiten Verbs. In einer paradigmatischen Beziehung steht beispielsweise das finite Verb singt mit anderen Zeichen, die in der Vogel singt gegen es austauschbar sind. Diese Beziehungen gibt es nicht nur auf der Satzebene, sondern auf allen systembildenden Ebenen, also auch in der Morphologie und in der Phonologie. Welche Untersuchungsdimensionen ergeben sich nun aus einem solchen Zeichenmodell? Aus de Saussures Konzeption des Zeichens und des Zeichensystems ergeben sich bestimmte naheliegende Untersuchungsperspektiven auf Zeichen. Wir sollten dabei beachten, dass, wie hier angedeutet, der de Saussuresche Zeichenbegriff erst einmal ein bilateraler, nicht ein trilateraler ist. Er betrachtet das Zeichen nur als virtuelles oder psychisches Ding, nicht in seinem situationsadäquaten Gebrauch mit Gegenstandsbezug, auch Referenz genannt. Die Untersuchungsperspektiven betreffen aber nun verschiedene Aspekte dieser Konzeption. Eine erste Untersuchungsperspektive betrifft die Formseite, die Signifiant-Seite des sprachlichen Zeichens.
Dabei wird untersucht, wie aus dem Inventar von einfachen Zeichen komplexere Zeichen zusammengefügt werden und nach welchen Regeln. Die Regularitäten der Kombination heißen Grammatik. Das sprachliche Zeichensystem ist in dieser Hinsicht besonders unter allen Zeichensystemen, die wir kennen, weil es zwar ein begrenztes Inventar an einfachen Zeichen verfügt, nämlich die Morpheme, aber von diesen Zeichen prinzipiell unendlich viel ausgedrückt werden kann. Die Morpheme lassen sich nämlich kombinieren, um Wörter zu bilden, und es sind prinzipiell schon unendlich lange Wörter bildbar. Wörter lassen sich wiederum kombinieren, um Phrasen zu bilden und Phrasen zu Sätzen, Sätze zu Texten. Und aufgrund ihrer Kombinationsregeln können von jeder dieser Einheiten prinzipiell unendlich lange und zuvor ungekannte gebildet werden. Die Grammatik wird von manchen sprachwissenschaftlichen Theorieschulen erforscht, ohne dass dabei auch die Bedeutung der Zeichenformen beachtet würden. Sodann weist die Sprache die sogenannte doppelte Gliederung oder doppelte Artikulation auf. Aber Artikulation halte ich hier für eine irreführende Übersetzung aus dem Englischen Double Articulation. Sie müssen aber damit rechnen, dass es auch im Deutschen so genannt wird. Was hat es damit auf sich? Die doppelte Gliederung macht die Sprache immens effizient. Ihre kleinsten, bedeutungshaltigen Elemente, das sind ja bekanntlich die Morpheme, sind nämlich aus noch kleineren Elementen zusammengefügt, die selbst keine Bedeutung haben, aber bedeutungsunterscheidend sind, nämlich die Phoneme. Nach unten hin sind die einfachsten Zeichen also analysierbar in eine endliche Menge an Phonemen. Nach oben hin können die Morpheme aber zu immer größeren Einheiten kombiniert werden, mit denen alles ausdrückbar ist, und dabei wird stets nur auf das begrenzte Inventar aus Phonemen und Morphemen zurückgegriffen. Eine zweite Untersuchungsperspektive betrifft die Inhalts- und Bedeutungsseite, die Signifier-Seite des sprachlichen Zeichens. Und damit beschäftigt sich die Semantik. Dabei wird für jede Ebene der Kombinierbarkeit der Zeichenformen untersucht, was die Einheiten darin bedeuten, das heißt auf der Morphem-, der Wort-, der Phrasen- und Satzebene sowie auf der Textebene. Von besonderem Interesse ist dabei erstens das Zusammenspiel von lexikalischer und grammatischer Bedeutung. In »Der Hund jagt die Katze« können wir für Hund, Jagd und Katze sagen, für was für Dinge und Ereignisse sie stehen. Im mentalen Lexikon steht, wofür sie stehen. Für der und die fällt uns das schwerer, dennoch leisten sie einen Beitrag zur Bedeutung. Sie haben grammatische Bedeutung und tragen dazu bei, wie wir mit den lexikalischen Bedeutungen umgehen. Zweitens ist von Interesse, wie die Bedeutungen von einfachen und komplexen Zeichen sich zueinander verhalten. Sind die Bedeutungen von komplexen Zeichen die Summen der Bedeutungen der darin enthaltenen einfachen Zeichen? Wir werden auf diese Frage zurückkommen. Eine dritte Untersuchungsperspektive betrifft die Regularitäten, mit denen ZeichenbenutzerInnen die Zeichen, über die sie verfügen, in konkreten Situationen gebrauchen oder anwenden. Und die dazugehörige Disziplin heißt Pragmatik. Wenn wir in konkreten Kommunikationssituationen miteinander mit Zeichen interagieren, ist dabei mehr im Spiel als die Realisierung von Zeichenformen und die Evokation der dazugehörigen konventionellen Bedeutungen. Wenn ich zu Ihnen sage, die Katze jagt nachts, kann das unter anderem bedeuten, dass ich behaupte, dass Mitglieder der Kategorie Katze gemeinhin nachts jagen, aber wenn ich dabei auf eine Katze zeige, die für uns alle sichtbar ist, heißt es, dass ich das nur von der Katze behaupte, auf die ich zeige. Das hängt dann vom Gebrauch der Zeichen unter bestimmten situativen Bedingungen ab. Und das ist Thema der Pragmatik.
So viel also zu den Untersuchungsdimensionen für das sprachliche Zeichen namens Grammatik, Semantik und Pragmatik. Zum Schluss möchte ich noch eine wichtige und einflussreiche Zeichenkonzeption präsentieren, nämlich das Organon-Modell der Sprache von Karl Bühler. Karl Bühler war Psychologe, dem es auch immer um die Einbettung des Psychischen in die praktischen Bezüge des Lebens ging. Das spiegelt sich auch in seiner Sprachtheorie wider. Wo de Saussure sich eher für die virtuellen Eigenschaften des Zeichens interessiert hat, schaute Bühler auf das Zeichen als Organum, als Werkzeug, mit dem SprachbenutzerInnen in der Praxis aufeinander Einfluss nehmen und das gleichzeitig auf die Wirklichkeit bezogen ist. Bühler entwickelt sein Zeichenmodell schrittweise. Er beginnt programmatisch bei Platon und dessen Dialog Kratylos. Er sagt: Ich denke, es war ein guter Griff Platons, wenn er im Kratylos angibt, die Sprache sei ein Organum, um einer dem anderen etwas mitzuteilen über die Dinge. Dass solche Mitteilungen vorkommen, ist keine Frage, und der Vorteil, von ihnen auszugehen, liegt darin beschlossen, dass man alle oder die meisten anderen Fälle aus dem einen Hauptfall durch Reduktion gewinnen kann. In den Elementen einer, der andere und die Dinge findet er drei Beziehungen des sinnlich wahrnehmbaren Phänomens. Das Aliquid von früher, das nennt Bühler Organon oder Organum, Werkzeug. Das illustriert er, wie hier links gezeigt, und fragt dann, was die gestrichelten Linien bedeuten, also was das für Beziehungen sind, die zwischen den Elementen bestehen. Als eine Antwort auf die Frage, wofür die Linien stehen, diskutiert er eine Kausalbetrachtung, also eine Kette von Ursache-Wirkungsbeziehungen. Als Beispiel nennt er, dass eine Person, die in einer solchen Kausalbetrachtung zu einem psychophysischen System aus Psyche und Körper reduziert wird, wahrnimmt, dass Regen gegen das Fenster prasselt. Dieser Reiz verursacht etwas in dem psychophysischen System, das es veranlasst zu äußern, es regnet. Dieses Es regnet ist das Produkt der Reaktion von System Alpha und fungiert gleichzeitig als Reiz für das System Beta, also eine andere Person oder besser gesagt ein anderes psychophysisches System. Dieser Reiz Es regnet verursacht wiederum etwas in diesem anderen psychophysischen System Beta, das es veranlasst, auf die Reizquelle hinzublicken, also die Regentropfen, die gegen das Fenster prasseln. Und damit ist der Kausalkreis geschlossen und kann wieder von vorne anfangen. Der Regen wird weniger, es hat aufgehört zu regnen, mich juckt's am Auge. Jedes Mal geht das im Kreis. Ungefähr so hatte sich tatsächlich Saussure das in seinem Kreislauf des Sprechens gedacht, als er sich mehr über die Parole, den Sprachgebrauch, als über die Langue, das virtuelle System, geäußert hatte. Aber Karl Bühler kritisiert eine solche Kausalbetrachtung. Klar sind hier Verursachungsbeziehungen im Spiel, aber eben nicht nur. Wir reagieren nicht immer automatisch auf bestimmte Reize mit bestimmten Reaktionen. Wir können es in der Beispielsituation einfach unterlassen, überhaupt etwas zu sagen. Und generell handeln wir mit Sprache, und das heißt, wir sprechen, um bestimmte Ziele zu erreichen, und dazu gehört eine rationale Mittelwahl. Das widerspricht einer Kausalbetrachtung, die uns darauf reduziert, auf bestimmte Reize immer bestimmte Reaktionen hervorzubringen. Das bedeutet, die Systeme Alpha und Beta, die psychophysischen Systeme, sind nicht von den Reizen und ihren Systemeigenschaften völlig in ihren Reaktionen bestimmt, sondern sie sind weitgehend autonome Stationen. Autonom bedeutet selbstgesetzgebend, und das wiederum bedeutet genau das eben Gesagte. Sie wählen ihre Mittel, um ihre Zwecke zu erreichen. Wahl bedeutet Abwägung,
die Möglichkeit, etwas zugunsten von etwas anderem zu unterlassen. Dazu, als Zeichenbenutzerin autonom zu sein, gehört auch etwas, das uns schon begegnet ist. Es bedeutet nämlich auch, an den Phänomenen bestimmte Aspekte als relevant zu setzen, je nachdem, welche Interessen man gerade verfolgt, und andere als irrelevant. Das heißt, an dem Prasselereignis des Regens am Fenster können verschiedene Aspekte relevant und irrelevant sein, je nach den Zwecken der beteiligten Personen. An der Äußerung "es regnet" können ebenfalls verschiedene Aspekte relevant sein, andere sind dann irrelevant gesetzt. Bühler zeichnet also nochmal neu sein Modell, und zwar sein finales Modell. Der Kreis in der Mitte symbolisiert jetzt das konkrete Schallphänomen, also etwa "es regnet". Und drei variable Momente an ihm sind berufen, es dreimal verschieden zum Rang eines Zeichens zu erheben. Das heißt, es ist zwar nur ein einziges Schallphänomen, es weist aber gleichzeitig verschiedene zeichenartige Aspekte auf. Und die Seiten des Dreiecks symbolisieren diese zeichenartigen Aspekte. Das Dreieck umschließt dabei in einer Hinsicht weniger als den Kreis. Das symbolisiert das Prinzip der abstraktiven Relevanz. Das heißt, nicht alle Merkmale des Schallphänomens "es regnet" sind relevant dafür, dass es dreifach als Zeichen fungiert. Wir sehen von den irrelevanten Aspekten ab. In einer anderen Hinsicht ist das Dreieck umfangreicher als der Kreis. Das symbolisiert eine aperzeptive Ergänzung. Das bedeutet, dass wir in der Interpretation oft etwas hinzufügen, was im Schallphänomen gar nicht enthalten ist. Denken Sie beispielsweise an Aussetzer am Telefon, die Sie automatisch interpretativ ergänzen oder eben aperzeptiv ergänzen, oder andere Unvollständigkeiten, die Sie ergänzen. Die Linien hier symbolisieren die semantischen Funktionen des Sprachzeichens, ob einfach oder komplex. Und mit semantischen Funktionen ist natürlich gemeint das, wofür wir es als Zeichen behandeln. Es ist nämlich zum einen Symbol, nämlich insofern es Gegenstände und Sachverhalte darstellt, also auf die Wirklichkeit bezogen ist. Dieser Symbolbegriff ist von demjenigen von Peirce zu unterscheiden. Er umfasst mehr als die arbiträren Zuordnungen von Peirce, nämlich auch ikonische Zeichen. Im Falle von "es regnet" stellt das Zeichen den Sachverhalt dar, dass es regnet. Das Zeichen ist zum zweiten Symptom oder Anzeichen, Index, insofern es nämlich die Innerlichkeit des Senders ausdrückt, also Stimmungen und andere mentale Zustände, aber eventuell auch so etwas wie Alter, Geschlecht, Laune und so weiter. Und das Zeichen ist zum dritten noch Signal, indem es nämlich einen Appell an einen Empfänger darstellt, dessen Verhalten dadurch gesteuert wird oder gesteuert werden soll. Symbol, Symptom, Signal, Darstellung, Ausdruck, Appell. Hier das Organon-Modell noch einmal als Merkfolie. Damit war's das für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis zum nächsten Block.